Wüstenluft ließ sich den Bordschmied nach einem Schluck Hauptquellbier. Ich sollte jetzt alle Teile haben, ausnahmsweise stimme ich dir zu. Dann mal zurück zu Morland. Wie kann ich dir helfen, Partner? Ich habe alles Nötige für den Bau der, der unglaublichen Tauchermaske. Ich glaube, Tauchermaske sollte reichen. Streiten wir nicht. Die Werkbank gehört dir. Meine Güte. Ein Wunderwerk. Wenn sie funktioniert, darf ich auch? Ich will nach unten und diese Glimmer holen. Falls ich nicht ertrinke. Und was genau suchst du eigentlich da unten? Ist schwer zu erklären. Etwas, das einen Fehler im Kontrollapparat der alten Stadt verursacht hat, was zur Überflutung führte. Oh, ich dachte, wir waren der Grund. Hätten eine Falle ausgelöst. Ich weiß nicht, wie wir entdeckt wurden. Wie gesagt, die tanzenden Lichter veränderten sich zu Meeresleben. Dann kam ein roter Blitz. Das Donnern einströmenden Wassers. Moment, ein roter Blitz? Ein rotes Licht aus der Nähe des Gitters am Boden, wo das Wasser durchschoss, wie ein Signalfeuer. Oder eine Warnung. Danke, das könnte helfen. Das hoffe ich. Viel Glück da unten. Okay. Mal sehen, ob das Ding funktioniert. Ach was. Ich kann hier unten tatsächlich atmen. Die Tauchermaske scheint ich zu sein. So tief bin ich noch nie zuvor getaucht. Bestimmt Poseidons Werk. Da könnte es rausgehen. Poseidon ist irgendwo hier unten. Ich muss sein Versteck finden. Chance, unter Wasser gegen sie anzukommen. Ich muss vorsichtig sein. Der Ort ist riesig. Und alles ist unter einer Kuppel. Thank you.
viel zu stark. Ich schaff's nicht zur Tür, ohne dass die Maschine mich entdeckt. Da. Rotes Licht. Warnung. Kritische Überflutung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Um ein Notfallablassen auszuführen, müssen die Primär- und Sekundärpumpen manuell zurückgesetzt werden. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine auf trockenem Boden bekämpfen. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Der Karte nach sollte südlich von hier ein Zugriffspunkt für den ersten Knoten sein. Da ist der Zugriffspunkt. Sollte mich zum Pumpenknoten führen. Es muss hier unten ein ganzes Netzwerk dieser Tunnel geben. Wasserleitungen für eine ganze Stadt. Knoten weniger. Ich schwimme besser hoch und finde den Zugriffspunkt für den zweiten Knoten.
der Karte nach sollte der Knoten auf der anderen Seite der Kuppel sein. Noch ein Zug und Sprung. Sollte mich zum zweiten Knoten bringen. Ob es geholfen hat. Okay, ich habe mich um beide Knoten gekümmert. Jetzt muss ich nur das Notfallablassen in der Wartungsstation auslösen. Der Karte nach. Sollte die Wartungsstation am südlichsten Ende der Kuppel sein. Anscheinend ist dieses Gebäude zum Teil eingestürzt. Da komme ich vielleicht rein. Rotes Licht in dem Turm. So wie bei der Konsole vorhin. Könnte die Wartungsstation sein. Aber wie komme ich rein? Okay, mal sehen, wohin das führt. Ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ich muss eine Konsole für das Notfallablassen finden.
vielversprechend aus. Hier drin sollte eine Konsole sein. So. Dann leg ich mal drauf. Mich um die Maschine kümmern, die Tür am anderen Ende der Kuppel bewacht. Sobald ich an der vorbei bin, komme ich zu dem, was mich auf der anderen Seite der Tür erwartet. Poseidon. Das Ablassen hat wohl nicht alles Wasser entfernt. Diese Maschinen zurückgelassen. Ich kann nicht reinschleichen. Mir zuerst die große vornehmen. Thank you.
Okay. Poseidon ist dort entlang. Aber wo ist die Maschine? Aloy! Welch ein Wunder! Komm schon. Hey, warst du das? Hast du das Wasser gesehen? Ja, aber es gibt ein neues Problem. Das Ding ist uns im Weg. Wow. Ja, es wird schwierig werden, so an die Glimmer zu kommen. Als die rauflustigen Abenteurer die Bestie sahen, wussten sie, was zu tun war. Was? Bist du verrückt? Sei still. Sie hat uns gerettet. Also gut. Bleibt hier und feuert, wenn ich angreife. Auf zu dem Überhang.